ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Hausflipper. Ich bin's wieder, euer Florian TV, und ihr seht, ich habe mein Haus gestrichen. Ja, ich habe ein bisschen was getan inzwischen. Einmal komplett neu saniert, so ein bisschen, damit meine Bruchbude wenigstens ein bisschen schön aussieht. Ja, ich hoffe, euch gefällt es. Mir gefällt es auf jeden Fall, und wir können jetzt weitermachen mit unserem nächsten Auftrag. So, wir haben einmal den Thomas Plitscher, neue Wand. Jemand muss sich die Wand annehmen. Hilfe. So. Guten Tag, ich bin ein älterer Herr, der seit vielen Jahren in seiner Wohnung an Studenten vermietet. Leider hatte ich in diesem Jahr sehr viel Pech, denn ich habe die Wohnung an recht verdächtige Truppe vermietet. Sie haben nicht fristgerecht gezahlt, wegen hin und ging die zu prüfen Tür, dann dachte ich wieder, würde Herzinfarkt bekommen. Das ganze Haus verwüstet, überall Dosen, Dreck, Matsch, Flaschen und wo das Auge nur hinsieht. So, dann habe ich gesehen, ausgeschmissen wegen, ja, wir akzeptieren, das akzeptieren wir. Ja, schauen wir mal. Vielleicht ist es wieder so eine Messi-Bude wie hier. Wie man das so sieht, anscheinend hat der Vermieter wohl ziemlich große Probleme damit, arg Probleme. Okay, die haben sich hier ganz schön verwüstet, diesen Krempel. Was haben die hier gemacht damit? Gott, da kommt man rein ins Haus und ist überall Müll und Dreck und... Boah, ist das hier ein Dreck. Was ist denn hier passiert, ey? Boah, herrlich, Alter. Es ist ja die Boah, Graffiti, super, ey. Das ist ja die reinste Müllkippe hier, ey. Was haben die denn hier gemacht, diese Studenten? Ich wusste ja nicht, dass Studenten neuerdings so unordentlich sind und dass hier so ein richtiger Messi-Haushalt ist. Aber gut. So, Graffiti, super. Dann müssen wir das einmal reinigen. Das machen wir jetzt natürlich weg hier, diese Sauereien. Machen das jetzt hier einmal picobello sauber. Stellen wieder die Möbel dahin, wo sie hingehören. Hin. So, mal gucken. Fenster müssen wir auch natürlich reinigen. Okay, dann schauen wir mal. So, da der Herr ziemlich sauer ist auf die Studenten, kann ich es mir vorstellen, warum er so stinkswütend ist. Und wenn die nicht zahlen, ist ja klar. Ja. Also ich muss sagen, so ein Fenster muss ja picobello sein. So, das ist schon mal das Erste. Dann machen wir hier nochmal schnell sauber. Oh Gott, ey, da, was haben die hier gemacht? So. Ja, schauen wir mal, wie das so aussieht. Ja. Mal gucken, Alter. Das ist die reinste Drecksbude hier. Also, wir wollen es ja schön sauber haben, aber... ja, wir werden jetzt die Kommode jetzt auch mal einmal so hinstellen, wie sie hingehört. Ich glaube, so war das, ne? So gehört die Kommode hin. So, hier muss ein Heizkörper hin. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da wieder ein Heizkörper hin muss. Genau. So, wollen wir mal gucken. Ausstattung, Badezimmer. Nö, das ist es, das nicht. Ausstattung. So, da kommt da wieder ein Heizkörper hin. Den kaufen wir mal schnell. Mit E montieren wir das Ganze wieder. Wie immer, man kennt es ja. Dass die sogar einen Heizkörper klauen. Das ist mir jetzt ganz... Was, eine neue Masche von den Leuten. Ja, der Raum sieht relativ sauber jetzt aus. Ich sehe zwar hier nichts Wirkliches, was noch dreckig ist, aber ich kann ja nochmal vorsichtshalber hier überall lang gehen. Aber ich glaube, dass es hier nicht mehr wirklich irgendwas gibt, was man so dreckig sauber machen kann. Ja, gucken wir mal, ob wir hier so irgendwie sauber machen können. So, der nächste Raum, ups, ist schon wieder sauber, mehr oder weniger. Herrgott, was ist das denn da passiert? Schlimm, 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 diese Menschen. Wenn ich da jetzt reingehe, dann kriege ich wahrscheinlich einen halben Herzinfarkt.
So, hier ist natürlich auch wieder dreckig, wie immer. Man kennt es ja. Studenten, die hier alles an Müll wegmeißen. Na, sag mal, was ist denn hier los? Oh Gott, was haben die hier gemacht, ey? Ist das das reinste Schlachtfeld? So, muss ich erstmal schön sauber machen hier. Oh Gott, das ist auch eine Großreinigung hier, ey. Naja, immerhin, wir verdienen da ziemlich gut dran an dieser Reinigung. So, jetzt gehen wir erstmal da rein. Toll. So, Badezimmer erstmal sauber machen. Ach so, das Waschbecken haben sie auch noch demoliert und hier rausgenommen. Na schön. Na schönen Dank auch, dass die hier alles klauen, ey. Typisch Studenten, Leute. Ihr wisst ja, ja, hier im Spiel ist alles möglich. Messis, die alles klauen und alles mitnehmen. So. Wird Zeit, dass wir hier das mitnehmen. So, da kommt ein Waschbecken ran. So, dann werden wir als nächstes uns mal ein Waschbecken kaufen. Ach, herrlich. So ein billig Waschbecken. Das ist eigentlich relativ einfach. So, rangeschraubt, fertig, rangesteckt, zack. So, da sind wir ziemlich schnell im Montieren. Wir sind da Profis. Zeit ist Geld, Leute. Wir können da nicht so lange warten. Der Herr möchte ja auch die Wohnung möglichst wieder schnell vermieten. So, schnell, zack, 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 zack. So, im echten Leben geht das so. Ratzfatz, jetzt brauchen wir noch eine Badezimmerheizung. Ja, die haben wir jetzt übrigens auch noch hier. Badezimmerausstattung, Heizung, Heizkörper. Hey, ja, mein Gott, Zeiten, was ist denn das hier alles? Zeiten, hey. Wir haben ja hier wirklich sehr gewütet. Ich muss ja mal sagen, das habe ich auch noch nie erlebt. Also ich habe ja schon einiges mitgekriegt, aber ja. So, das Badezimmer sieht jetzt wieder sauber aus. Kann nur hoffen, dass jetzt hier nicht weiter noch Dreck da zu finden ist irgendwie. Wenn nicht, muss ich sie noch sauber machen. So, da ein bisschen sauber machen, da noch ein bisschen sauber machen, ja. Ach, Badezimmer, ja, das. Hat das Badezimmer überhaupt noch ein Fenster oder so, wo wir sauber machen müssen? Ach, da müssen wir sauber machen. Ups. Ah, super. Ah, das ist schon gar nicht so gut, wenn das hier alles so dreckig ist. Ja, auf in den nächsten Saustall hier. Aufräumen, aufräumen, aufräumen. Das geht ja recht fix hier, alles aufzuräumen. Oh mein Gott, also die arme Wohnung. Würde meine Wohnung so aussehen, dann würde ich wahrscheinlich hier einen halben Herzinfarkt kriegen. So. Da haben sie auch wieder den Heizkörper geklaut und kaputt gemacht und das halbe Bett demontiert. Herrgottzeiten. Also, kann nur hoffen, dass derjenige wirklich mit Limpflicht da angekommen ist. Kann auch hoffen. Weil es gibt schon schlimmere Fälle, die wir hier gehabt haben. So, Fenster reinigen. Kann nur hoffen, ey. Reinste Messi-Bude hier, ey. Oh. Ah, was da an Dreck zusammenkommt. Oh, meine Güte. Ja, man will ja auch die Aussicht wieder genießen, hier mehr oder weniger. So, sauber ist es, muss ja vielleicht mal durchgelüftet werden, so wie immer. Ich lüfte ja auch mal so gerne durch. So, mehr hier, Leute. Das Bett jetzt hier mal zur Seite stellen. Neuer Heizkörper. Ach. Also, ich weiß ja nicht, warum die hier alle immer die Heizkörper klauen, aber anscheinend ist das wohl ein beliebtes Ding. Beliebter Gegenstand hier. So, dann schauen wir mal, ob das ein beliebter Gegenstand ist, mehr oder weniger. So, naja, okay, gut, wir werden jetzt hier mal das wieder ranrücken für ein Objekt. So, sollte eigentlich so sein, sieht wieder ordentlich aus. Habe ich eins von zwei Fenstern gereinigt? Na ja, gut, dann machen wir wieder zu. Machen wir das nächste. Reinigen wir das auch nochmal. Hilfe, das ist ja die reinste Messi-Bude hier. Oh. Gott, was ist das? Was haben die denn hier bitte schön randaliert? Also,
Haben die denn hier alles gemacht? Ey, das wüsste ich ja mal wirklich zu gerne. Ja. So. Fenster öffnen, mal einmal kurz durchlüften. So, haben wir gemacht. Perfekt, sieht sauber wieder aus. Sollte, ne? Ja, ist perfekt. Super sauber. Perfekt. Nächster Raum. Ja, was ist hier? Toll, auch noch sauber machen. Ja, Gott sei Dank, was haben sie denn hier gemacht, ey? Kann man so eine schöne Wohnung hier so randalieren? Also das geht gar nicht. Das ist hier, das ist No-Go. Ja, schön, super. Das haben sie aber wirklich hier einiges an Dreck gemacht. Ob man das hier wieder sauber kriegt, das ist die. Ah, da haben sie schon wieder einen Heizkörper geklaut. Also wirklich. Ich weiß ja nicht, was die mit den ganzen Heizkörpern machen. Ob sie die in Polen irgendwo verkaufen oder so. Aber ich muss mal sagen, das arme Haus, das tut mir jetzt schon leid. Heute. So, schön sauber machen hier. Herr Gott sei Dank, was haben Sie mit der Dusche gemacht? Ja, super. Nächster Heizkörper, Leute, das ist, sind doch nur 37 Euro. So ein Heizkörper. Also, da ist ja jetzt noch nicht mal hochwertig was dran an diesem Heizkörper, dass Sie gleich den Heizkörper da zerballern müssen. Aber gut, okay, wenn Sie meinen, Sie müssen das machen, ist das nicht mein Problem. Ich mache ja nur hier die Arbeit. Aber wäre es mein Haus, ich würde, glaube ich, denjenigen wirklich was husten. So. Uah, Gott, ja. So, Fenster ist wieder sauber. Hier ist es soweit sauber. Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt hier noch so sauber ist. So, ja, das Badezimmer ist jetzt einigermaßen sauber. So, was haben wir jetzt hier noch an Messi-Döns? So, sauber. Ja, so, jetzt haben wir den Raum. Da haben wir das Badezimmer sauber. Da brauchen wir nicht reingehen. Da ist auch sauber. Also, nächste Bude aufräumen. Ah, Kakerlaken auch noch. Igittigit. Oh, ist ja widerlich. Boah. Sag mal, ist ja wirklich hier ein Problem. Haben wir sowas wie einen Staubsauger? E-Sauger benutzen. Ah, diese Maden hier, alle mit dem Staubsauger hier einsacken. Ja. Ist ja widerlich, also wirklich hier mit Madenbefall, da müssen sie aber wirklich mal, müssen wir da jetzt wirklich mal. Mal gucken, wo hier noch Maden sind. Da rennen dann noch rum hier die Maden. So. Genügend Kakerlaken. Ich möchte gar nicht wissen, was hier alles noch rumlummert. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Ey, sag mal, was haben die für eine Party hier geschmissen? Voll die Partylaune sind die hier anscheinend wohl gewesen. Aber saufen wie die Weltmeister hier. Echt, wirklich. Ja, noch mehr Kakerlaken da hinten. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ist ja widerlich. Gott. So, wird Zeit, dass ich hier wirklich mal entrümpel. Heilige Schande. Maria und Josef. So, ja, schauen. Gucken wir mal. So, so, sauber. Ah, reinste Müllkippe hier. Heilige Schande. Ja.
Gar nicht hier so eine Müllkippe zu hinterlassen. Das macht man eigentlich auch nicht. Herrgottzeiten, also wenn das meine Oma sehen würde, ey, die wird einen Anfall kriegen. Herrgottzeiten, oh, zu sauber machen hier, ey. So, erstmal schön sauber machen hier. Na, wer weiß, was hier noch alles an Krankheitserregern hier rumwuselt. Was hier noch für eine Messibude ist. So, schön sauber machen. Ja, schön gereinigt. So, schön sauber machen. Ah, es geht. So, dann hoffen wir mal, dass das funktioniert, ne? Dass wir auch schön sauber machen hier. Noch die Maden hier. Ja. So, dann müssen wir erstmal das alles hier dekontaminieren. Ah, Mülltonnen packen sie auch noch ins Haus hier, ey. Sagen wir mal, da hol ich auch einen Staubsauger. Meine Freunde, ich glaub's ja wohl nicht. Ja, noch an der Wand rumlaufen, ey. Sag mal, der Besitzer, der kann ja das ganze Haus hier sanieren lassen, ey. Das ist ein teurer Spaß hier, Maden im Haus, ey. Das kostet richtig Geld, die zu beseitigen. Also bei so einer Luxusküche, da hätte ich auch gesagt, ey. So, meine Güte, was ist hier nur passiert? Was haben die hier nur gemacht, ey? Das ist aber wirklich hier der reinste Kinderzirkus gewesen. So, schön sauber. Schön machen. So, als erstes holen wir erstmal einen Heizkörper. Scharfer Blick wollen wir mal verbessern. So. Holen wir uns einen Heizkörper wieder. Anscheinend klauen die hier zu gerne die Heizkörper. Also ich finde das ja auch nicht in Ordnung, dass die Heizkörper hier klauen. Ne? Ich weiß auch nicht warum oder weshalb die das so toll finden. Aber die Fensterreinigung wird teuer. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das ist so ein Drecksladen hier. Gott sei Dank. Ja. Ja. Ah. Ja, Gott sei Dank. Ja, wirklich hier, wirklich dreckig. Also als wenn die hier drin gekokelt hätten, oh, hoch 10. Also ja, ich weiß es jetzt auch nicht, warum die das hier gemacht haben. Keine Ahnung, Leute. Aber ich kann euch jetzt sagen, muss auf jeden Fall mit dem Mob hier nochmal lang gehen und mal richtig sauber machen. Auf jeden Fall müssen wir hier lüften, das geht gar nicht. Müsste eine Menge Gestank sein. Nein, die Farbrolle holen wir jetzt nicht raus. So. So, dann räumen wir hier nochmal schnell ganz gründlich auf. So, das Sofa, es wird jetzt vernünftig wieder hingestellt. So wie es sich hingehört. So, das sieht schon mal ordentlich aus. Auf in die nächste Messi-Bude hier. Ach, Herrgottzeit, ne? Der ganze Messi-Laden hier, ey. Oh. Hilfe, mehr Weinflaschen hier. Sag mal, was haben die eigentlich hier für eine Party geschmissen? Das muss ja wohl ein richtiges Festival gewesen sein. Wenn die hier schon die ganzen Weinflaschen trinken und so viel von den Wein saufen, dann müssen das ja mehr als 100 Leute gewesen sein. Naja, oder 20 oder so, 25 Leute, mit hier so eine Party schmeißen. Naja, gut, okay, also ich muss ja mal sagen, also wirklich sowas geht gar nicht hier, einfach so einen Dreck machen. Naja, ein Glück, dass wir so ein Reinigungsteam hier sind, selbstständig und hier ordentlich mal sauber machen. Da würden sich die Kunden besonders drüber freuen. So, was haben wir denn hier noch? Ja, das Sofa. Was machen wir da jetzt mit? Was machen wir mit dem Sofa? Ja. Stellen wir natürlich wieder hier hin, ne?
Oder gehört das da so hin? Das gehört, glaube ich, so hin, ne? Ja, das gehört so hin. Das Ofen gehört wieder so hin. Ah, noch eine Flasche hier gefunden. Sag mal. So. So, hin damit. So, dann müssen wir das Ganze jetzt auch nochmal ein bisschen verrücken hier. Ich weiß, Leute, ihr werdet jetzt bestimmt sagen, wieso verrückst du hier schon wieder die Möbel? Ja, ich muss einen Heizkörper anbringen, Leute. Das ist das A und O, hier einen Heizkörper anzubringen. In diesem Haus werden alle Heizkörper geklaut. Was für ein Weltwunder, wenn man jetzt hier mal einen Heizkörper wieder anbringen muss. Ja, aufräumen, bis der Arzt kommt. Ja, haben sie wirklich ein Festival geschmissen hier, ey. So, mal schauen. So, das ist sauber. Dann können wir das hier wieder so hinstellen. So, die Party ist jetzt hier gelaufen für die. So, das können wir so in die Ecke stellen, ja. Herrgott, Zeiten, ey. Das ist aber eine richtige Messi-Bude hier. Das habe ich auch noch nie erlebt, aber naja, gut, okay. So ist das halt eben im Leben, wenn man mal Wohnungen sauber machen muss. Aber es gibt viel Schlimmeres auf diesem Planeten Erde, also ich muss sagen. So, ja, nochmal hier sauber machen, so schön putzen, ne? Ja, so schön putzen, so. Haben wir denn da noch? Ich habe doch eh alles sauber gemacht. Ach, da oben muss man noch sauber machen. So, schön sauber machen. So, hier noch irgendwo was. So, noch schön sauber machen. Aufgabe. Der Raum ist auch sauber. Dann können wir da wieder zumachen. Ja, was haben die jetzt hier gemacht? Hier draußen noch was? Draußen ist aber hier nichts mehr, ne? So, schließen, schließen, schließen. So, schließen. Okay, gut. Nee, hier draußen ist nichts mehr, ne? Nee, ist nicht mehr. Gut. Gott sei Dank. Oh, hier draußen nochmal sauber. Nein, Spaß natürlich nicht. So. Räume den Müll auf. Ja, gut. Okay, das ist jetzt hier natürlich die ganzen Weinflaschen hier noch, die hier rumfliegen. Müssen wir natürlich sauber machen. Ist klar. Das ist ja wirklich verständlich. Das müssen wir hier sauber machen. Aber ansonsten ist hier eigentlich Picobello aufgeräumt. Also, Reinigung der beschmutzten Flächen. Okay, das wird jetzt wahrscheinlich hier oben noch irgendwas sein. Vermute ich mal. Hier oben irgendwas. Okay. Aber hier gibt es noch einen Raum. Okay, das ist jetzt hier wirklich, wirklich der alle. Absolute Super-GAU hier. Herrgott, Zeiten, ey. Das kann ja nicht mal schlimmer werden hier. So, weg mit dem Müll hier. Zack, alles mal weg hier. Oh mein Gott. Wirklich hier. Ne? Komm. So, schön hinstellen. Komm her, du Müllsack. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie wir das jetzt hinstellen. So, dann machen wir das schnell sauber. Das ist ja Parkett, das geht ja eigentlich relativ fix noch sauber zu machen. Sag mal. Aber die ganzen Heizkörper haben sie alle abmontiert hier, ey. Meine Güte, die haben aber wirklich, wollen damit das große Geld verdienen mit den Heizkörpern hier. Wie es mir so scheint. Muss erstmal die Fenster reinigen, oder? Das ist viel schlimmer. Das ist viel schlimmer. Das sieht mir so aus nach, wie, dass die wirklich. So, sauber, perfekt, so muss das hier aussehen. So, sauber.
So muss ein Stuhl rangeschoben werden. So muss das sein. Hier muss noch ein Heizkörper wieder hin. Oh mein Gott. Also die meiste Zeit Heizkörper montieren ist ja wohl hier die meiste Zeit wohl dabei. Bin ich dabei. Aber ich muss sagen, es macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe da auf jeden Fall Spaß dran an der Sache hier. So, was ist denn jetzt hier noch? Was muss ich in diesem Haus noch erledigen, dass hier... dass ich das hier... Ah, da. Okay, alles klar. Eieiei. So, schön sauber. Oh Gott sei Dank, wir haben ja wirklich hier gewütet. Die haben hier wirklich gewütet. Man kann es nicht sagen, aber naja. So, wir wollen es ja vernünftig hinterlassen. Dann machen wir den Kühlschrank hier auch noch mit sauber. So. Anscheinend sieht das jetzt wohl picobello sauber aus. Also ich finde, dass zumindest sauber ist. Ja. Wie ihr das so seht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber. Ups, das ist die falsche Abteilung. So. Ne, das ist so. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier noch was finden. Also hier soll wohl irgendwo noch was sein. Ich sehe das gerade hier auf der Karte, aber... Hat das Ding überhaupt noch einen Keller? Na. So, wir haben jetzt hier Tür 1, Tür 2, Tür 3. So, sauber, sauber, sauber. So, dann haben wir das da noch. Dann haben wir das da noch. So, na, ist hier. Ah, hier ist der ganze Schmutz noch. An den Wänden, was haben die denn damit gemacht? Heilige Schande. Heiliges Kanonenrohr. Das ist ja wirklich hier echt beängstigend. Schon, dass die das so gemacht haben. Ich mach den Schrank jetzt nochmal sauber hier. Aber sonst habe ich eigentlich fast alle Aufgaben erfüllt. 100% minimaler Fortschritt. Einkommen sind dann 2200. Ja, gut. Okay, wenn ich jetzt hier nichts mehr weiter finde, also dann kann ich ja hier auch wieder aufhören, mehr oder weniger. Sauber. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz überall durch. Schau nochmal nach. Soll jetzt hier überall an den Wänden noch was sein, aber. So. Putzen wir mal hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen, da. Lampenschirme geputzt, da noch ein bisschen geputzt, da. Weiß nicht, also hier ist. Also ich sehe jetzt hier persönlich nichts mehr. Kann jetzt hier auch nochmal putzen, aber ich glaube, es bringt wohl nichts. So, dann sind wir offiziell. Achso, hier sind wir jetzt offiziell noch nicht fertig. Ich wollte gerade sagen, wir sind schon fertig, aber. Hier rein zum. Ja, Drecksbude hier wieder. Gibt ja immer noch Räume hier. Meine Güte, das Haus ist ja aber riesig, ey. So, Kartons, Kartons, Kartons. Ja, was haben wir denn da? Das haben sie aber wirklich hier so sauber machen. Das müssen wir jetzt hier wirklich ordentlich machen. So, das müssen wir wirklich sauber machen. Das können wir hier nicht so dreckig stehen lassen. Das macht man nicht. So, dann machen wir hier vorne noch sauber und dann sollten wir eigentlich irgendwann mal durch sein. Ich hoffe mal. So. So, das Bett. Nehmen wir mal woanders hin. So, ist hier noch? Ja, hier ist noch Dreck. Man muss ja in jede Ecke hier gucken. Leute. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir den noch vernünftig hingestellt kriegen, den Nachttisch. Ah, der steht aber auch nicht ganz richtig, ne? Wir wollen es ja schon richtig professionell machen. Hier an der Wand, so.
Ja, jetzt steht da richtig. Das ist der Nachttisch. So, jetzt ist hier sauber. Dann kommt hier wieder ein Heizkörper ran. Warum auch immer der immer wieder fehlt. Kein Mensch weiß es. So, dann müsste ich mal gucken, ob ich den Schreibtisch gedreht kriege. So, das ist da. Den Stuhl muss ich jetzt mal leider wegpacken. So, den Tisch packen wir jetzt wieder da vorne hin. So, dann packen wir das dahin. Ja, Gott sei Dank. Ne? So, Ordnung hier machen ist ja auch das eine und andere, aber der ist sauber jetzt, der Raum. So, aber wenn ich jetzt hier reingucke, dann will ich aber auch keinen Flecken mehr sehen. Gut, Gott sei Dank. So, jetzt haben wir jetzt hier eigentlich so gut wie fast alles sauber. Und dann werden wir den Auftrag auch abschließen, auch wenn es 77% ist. Aber trotzdem, ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auf jeden Fall wieder dabei seid. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und zu kommentieren. Und es lohnt sich, das Video bis zum Ende anzuschauen. Ja, an der Stelle werde ich mich auf jeden Fall gleich erstmal von euch verabschieden, wenn wir dann wieder zurück in der Wohnung sind. Ich hoffe mal, ne? Wenn das dann so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Warum lädt er jetzt nicht? Ey, furchtbar. Gut. So, wir sehen uns bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge Hausflipper. Bis dann, euer Florian TV.